So, da bin ich doch schon wieder in der Hoffnung, dass es jetzt flüssig läuft. Ja, keine Ahnung, meine Festplatte war so kochend heiß, dass ich die kaum noch anfassen konnte. Ich habe einfach mal das Lüftersystem ein bisschen umgestellt und wir hoffen, dass es jetzt besser läuft. Aber es sieht um einiges vielversprechender aus. Let's go. So, Albedschiff. Ja, das sieht doch viel, viel besser aus. Und das sieht auch gar nicht gut aus, würde ich sagen. Das können wir natürlich tun. Den Kran benutzen. Come on, move! It's probably out of power. Vielleicht braucht er Strom. Naja, hauen wir feste drauf. Mit Lulu machen wir Magie auf den Kran. In der Hoffnung, dass er anspringt. Er wackelt schon mal. Hat sich etwas bewegt, sehr schön. Das heißt, nee, nochmal braucht man nicht probieren, wir hauen erstmal drauf. So. Blitzball Rush. Bing, 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 bing. Mickey Murray haben wir auch nochmal drauf. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mein Lüftersystem ein bisschen umgestellt. Ich habe die Grafikkarte und der CPU mal gereinigt. Und ja, es scheint... Scheiße, es scheint Wirkung zu zeigen. Warum mache ich mir das gerade eigentlich so schwer? Weißmagie, Hass auf Lulu. Wir haben Hass schließlich erlernt. So, und jetzt Mist Schwarzmagie. So, mal drauf. Ich glaube einmal noch. Schwarzmagie. Den Kran nochmal. Ich glaube, jetzt dürfte er anspringen, ne? Jawohl, ja. Ding, 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 ding. So, haben wir hier auch nochmal drauf. Ding. Kleines Blitzball. Ey, das ist schlecht. Eis, extra Kran. Ja, bitte. Machen wir tipp, 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 tipp. So. Was passiert jetzt? Quick, 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 quick. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Ah, FIFA kann uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit Blitzbällen bewerfen. Wow, 4400. Und er hat nur noch 200 Schüsse. Wiegst du einfach einmal volles Programm Blitz drauf und bam. Das war's für diese Machina. Weg mit dir. In deine Bestandteile. Und Facepalm bei Lulu. Ja, zwei Elixiere und ein Blitzstab. Aber der Meisterstab ist immer noch besser. Meiner Ansicht nach. I hope you hurt them. A little. A little. What is it? There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship, even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship, but it's not. Ja, es sieht definitiv genauso aus. I wonder if they're all gone. What happened?
Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Cid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. I see. So who's Cid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait. So that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Okay. Cid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Das erklärt auch die zwei verschiedenen Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! Oh, eine Leuchtrakete. Let's rock, Aurochs! A long pass from Letty! It goes through! Los, Waka, hau ihn rein! Oh. Ouch! Whoa! He shoots! Und? Jawoll! Jawohl, sehr schön. Haben wir das Spiel gewonnen. We won! Ha! We did it! We're in the finals! Yay! Not the most graceful. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. Medusa. Badass Medusa, Lulu. Alles klar. Bevor wir auf den Sack kriegen. Okay, einmal saven bitte. Stadion Haupteingang. Ab zur Kabine. Ich glaube, der hat Aua. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the Gores too. Uh-oh. Miss me? Lady Yuna, are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. How can you let some Albed kidnap you? Ich glaube, der mag die wirklich nicht. Hey, let it go, alright? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. Mm-hmm.
haben die jetzt ausgemacht? Okay, in die Kabine. Ah ja, komm, speichern wir noch ein letztes Mal. Aurochs Kabine. Please, don't. Ja, ja, keine Sorge. Stell ihn nicht so pussyhaft an. Du bist der Captain. Zeig, wer hier der Starke ist, Mann. Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. Okay, she's los chef. After this game, I'm retiring. What? Wieso? Bist du doof? I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Und wie, Chef? Let's blitz. Let's kick some ass. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. Schöne Szene. You really gave it your all, didn't you? Boah, ich krieg eine Gänsehaut bei dem Text. Boah, schlimm. All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. Captain Walker. Okay. Willkommen zu meiner Angststelle in diesem Let's Play. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. Sehr toll. Auf unsere Kindheitsträume, Captain des Besaid Orks Team Waka. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Orks. This looks like history in the making, Baba. Und wir haben wen denn? Wen haben wir denn da? Holla, hallo, Oren. Und ich liebe mein Telefon, das gibt's echt nicht. Bis gleich, ciao. So, und da bin ich auch schon wieder leicht geladen, weil ich langsam echt voll den Hals daran bekomme, dass ich jedes Mal angerufen werde, sobald ich am Aufnehmen bin. Den ganzen Tag ist das scheiß Telefon ruhig. Ich drücke einen Aufnahmeknopf und dann... Sir Oren begutachtet unser Spiel. Und ja, jetzt läuft es flüssig. Gott sei Dank. Erstmal wieder runterkommen, Agros abbauen und meine Hassstelle im Spiel, wie ich Blitzball verachte. Und ja, ich bin jetzt nebenbei sogar mal am Rauchen, um ein bisschen runterzukommen. Ich muss nämlich gleich zur Arbeit und würde gerne dieses Spiel noch hinter mich bringen. Ah. Erst auslachen. Du kriegst jetzt gleich ordentlich die Fresse voll, du Pimmel. Wollen wir hoffen. Und was wird das jetzt? Kopfnuss oder was?
Ich glaube, wir sind getrollt worden. Also das Spiel ist wirklich schwer zu gewinnen. Es soll möglich sein, ich habe es bisher aber wirklich noch nie geschafft, dieses Spiel beim ersten Versuch direkt zu gewinnen. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass wir diesmal wenigstens nicht ganz so fett verlieren. Nein, das wollte ich nicht. Formation normal, aber wie ging das doch gleich? So. Ach Mann. So. Ich hätte mir die Steuerung doch nochmal vorher angucken sollen. Shit. Das attackiert. Auch relativ schwach. Wie ging das denn hier nochmal? Torschuss. Und wir berühren ihn. Und wir haben ihn. Sehr schön. Mann, wie kann ich das hier einstellen? So. Und Pass. Ah, wir behalten den Ball. Sehr schön. Der wird zu weit weg sein. Die sind alle so weit weg. Egal, versuchen wir mal zu Eis zu werfen. Ah, er kommt noch an. Sehr schön. So, nochmal ein Pass. Das. Hoffen, dass er ankommt. Ich glaube es zwar nicht. Kann ihn nicht fangen. Hoffentlich. Oh, scheiße. Aber irgendwie konnte man doch. Wie ging das denn gleich? Mann, ich bin gerade irgendwie zu doof dafür. Man konnte irgendwie den Steuerungstypen einstellen. Ja, der geht natürlich rein. Oh mein Gott. Ganz großes Kino. Passt mir mal persönlich gar nicht. Letty fängt den Ball. So, und wie zur verkackten Hölle. Pass. Rüber zu Eis. Sehr schön. So, na, alles klar. Versuchen wir mal, weil ich glaube nicht, dass das was wird. Stiehlt den Ball, ja, sehr schön. Oh Mann, wir kriegen hier ganz ordentlich den Hintern voll, Leute. Das nur, weil ich die verkackte Steuerung nicht einstellen kann. Mann. Da steht den Ball. So. Bis schön vors Tor. Nicht vorstoßen, passen zu Eis rüber. Ah, und da ist er auch schon wieder weg. Oh mein B, ich Blitzball hasse. Wie kann ich die scheiß Steuerung umstellen? Ja, der Pass geht auf jeden Fall durch. Ja, das ist eigentlich schon so gut wie gelaufen, das Spiel. Und ein Torschuss. Der auch natürlich volles Programm reingeht, weil sich keiner da in den Weg stellen kann.
Das können wir eigentlich schon fast vorspulen. Das wird hier sowieso nichts mehr. Letty fängt den Ball. Schön für Letty. So, ein Pass. Auf Eis. So, Eis fängt ihn. So, bis Ampus vorstoßen. Und nochmal ein Pass. So. Ist alle zu weit weg, ey. Warum hat ein Eis hier so eine scheiß Passfunktion, so einen scheiß Passwert? Passen kann er definitiv nicht, so viel steht fest. Nicht vorstoßen, steht direkt vorm Tor. Oh, jetzt kriegen wir aber mächtig den Sack voll hier. Was? Ich würde sagen, dieses Spiel ist gelaufen, und zwar sowas von. Okay, in die Materie muss ich mich wirklich nochmal ordentlich hineinsetzen. Aber weil ich jetzt sowieso nicht mehr viel zu sagen kann, ja, die sind nicht nur völlig durcheinander, wir sind mehr als durch den Wind. Den Ball. Ich frage mich immer noch, warum ich... Ach, hier ist es doch. So, jetzt darf ich auch... Na super, jetzt darf ich auch... Leck mich doch ein. The Gores are just playing great, Baba. Really great. Ja, ja, ihr mich auch. Warum durfte ich die Steuerung jetzt umstellen? Toll. Ist doch beschiss, ich hab die ganze Zeit auf den doofen Button gehämmert. Shoot like crazy. Sphero-Schuss. Spezial. So. So. Okay. Okay. Recht so, ja, ja. Belassen wir es erstmal alles dabei, weil, wie gesagt, um Blitzball kümmere ich mich viel, viel, viel später. So, hoffen, dass die Steuerung jetzt gleich ist. So. Bis da vorstoßen und dann Pass. Oh oh, das was gibt. So, das Eis können wir auf jeden Fall werfen. Ich denke, das dürfte hinhauen. Und... Wow, yes. Das funktioniert. Das dürfte auch passen. Dann Tor. Versuchen wir es. Aber das dürfte wahrscheinlich passen. Und Jack Spezial. Bam. Bam. Und da ist unser erstes Tor. Sehr schön.
hat doch mal was, oder? So, ein Spieler. Kann den Ball aber leider nicht klauen. Stellen sich zwei von uns in den Weg. Letty attackiert. Ah, wenn Eis jetzt auch noch ordentlich. Ah, schade. Ja, der Pass wird aber auch durchgehen. Yep. So. Stellen sich drei von uns. Zwei nur. Das werden wir nicht schaffen. Angriff von 8. Ne, das war nix. Und schießt, das wäre das 4 zu 1. Ach ja. Ich hasse Blitzball. Letty fängt ihn. Oh Mann. Da komm ich ja nie im Leben durch, ey. Nicht durchstoßen, passen. Und hoffen, dass der durchgeht. Oh Mann. Da sind drei Leute von uns, die dabei stehen. Da müssten wir jetzt eigentlich, den müssten wir halten. Puh, Glück gehabt. Josh fängt die Kiste. Jetzt Konterchance. Was? Was zur Hölle? The fans are getting impatient. They're calling for some action. The Auroch spirits are fading quickly. Nix ist. Nichts aufgeben. Aufgeben ist nicht drin und so. Es wird nach Walker gerufen. Ja, da komm mal ran, Chef. Die wollen echt, dass der Chef rauskommt, oder? Everyone seems to be calling for Waka, folks. Tja, Gorse, trolled by Besaid. He's leaving the sphere pool. He may be injured. Wir verlassen das Sphärofeld. Warum? Was passiert? Ah, schau mal, wer da steht. Aha. To be honest, I did kind of feel left out, but it really was the Oryx and Waka show after all. So sieht's nämlich aus, es ist sein Abschiedsspiel. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Tja, Gorse. Das Stadion gehört den Oryx. Oh, it's Waka. He's back on the field and ready to go.
The Aurochs seem glad to have him back. High five, bitch. Jetzt geht's los. Jetzt holen wir die 3 Tore Vorsprung noch locker raus in 2,5 Minuten. Eigentlich müsste das jetzt unser Ball sein. Weil wir hatten den Ball als letztes. So. 3. Endlich. So. Einmal attackieren. Zweimal. So, und jetzt aber. Shit, warum geht denn der noch durch? Mit der Materie Blitzball muss ich mich echt besser auseinandersetzen. Scheiße, ey. Und Josh stiehlt den Ball. Das wird nix. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Nicht vorstoßen und Pass auf Waka. Der wird, glaube ich, geklaut. Ja. Ein Tor wäre wenigstens noch schön, wenn wir noch ein einziges schaffen könnten. Gerade noch gefangen. Ja, und der wird jetzt passen, okay. Shit. Ach, da unten steht nur noch ein Spieler. Oh, Armbus kann ihn nicht fahren. Sehr schön. Oh, ganz große Klasse. Nicht vorstoßen. Pass zu Waka. Aber der geht nie im Leben durch. Da war der Schlusspfiff. Ja, Haushof verloren. Aber war nicht anders zu erwarten, weil ich habe schon Ewigkeiten keinen Blitzball mehr gespielt. Dazu kam der Scheiß mit der Steuerung hinzu. Bis hierher speichern, jawohl. Nach dem Spiel und wie es nach dem Spiel weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Let's Play Final Fantasy X. Ich bin Ice Age 88, Let's Player aus Leidenschaft. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!